Einen wunderschönen Freitagabend. Hier sind wir wieder. Der ist gekommen. Das gibt's ja gar nicht. Du. Ja, ich bin wieder da. Urlaub unterbrochen. Es hat aber was gefehlt, muss ich euch sagen. Ohne euch, ohne den Fußballtalk Freitagsabend. Es hat was gefehlt. In Bella Italia. Si. Gibt's ja gar nicht. Du. Aber es war ein gutes Omen, dass ich nicht da bin. Da war, unsere Eintracht hat gewonnen. Was sagt ihr zum Spiel in Wolfsburg? Mal wieder gewonnen. Für mich also der richtige Schritt in die richtige Richtung, weil der Dino hat gehört, was die Zuschauer, was das Präsidium will. Hat er nicht viel gewechselt. Und was mich das auch meistens freut, Eki Ticke und Mamouche, irgendwo haben sie eine gemeinsame Linie gefunden. Wer bereitet, wer schießt, dann bereitet andere, dem zu helfen, dem zu sich bedanken. Gell? Und diese Paar wünsche ich mir ein bisschen länger. Und dann, Herr Nagelsmann, gucken Sie mal, wie diese Paar spielen. So eine sollen Sie finden. Boah. Ja, das wird schwierig, Herr Nagelsmann, weil Mamouche Ägypter ist und der andere ist nicht Franzose, sondern auch Afrikaner irgendwo, glaube ich. Oh, ich hätte ihn jetzt tatsächlich in Frankreich. Ich glaube nicht, aber gehen wir nachher nochmal drauf ein oder wir gucken mal parallel jetzt gerade. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja Mamouche in der Rückrunde, den letzten Spielen gesehen, dass er schwächer war. Vielleicht war er irgendwie vom Kopf her Premier League oder was auch immer. Jetzt ist er wieder da und beide, wie der Steppi gesagt hat, sind vielleicht das zukünftige Traumpaar der Bundesliga. Auf jeden Fall passen sie gut zusammen. Ein dreckiger Sieg und wunderbar, so kann es morgen spätabends oder spätnachmittag dann weitergehen. Gegen Gladbach zu Hause? Warte mal. Erstmal, dass die zwei so gut spielen dürfen, können, wollen, ist ja die Abwehr, die Defensive ist entscheidend, weil die machen schon richtig mit dieser Belgier, ich weiß nicht, ist da so Abwehr wieder, also sind wir so sicher geworden und der Tuta musste schon um seinen Platz kämpfen, glaube ich. Tuta hat sich gefangen, muss ich sagen. Ja. Er wird jetzt Vater, habe ich gelesen. Ach, guck an. Und ja, ich kann euch auch noch überraschen, siehst du. Oh, so. Aber Tuta hat sehr gut gespielt, meiner Meinung nach. Er war ja immer für einige Aussetzer in der letzten Saison bekannt. Der wird Team bleiben. Nichtsdestotrotz, wir analysieren das letzte Spiel und es war gut von ihm. Also es war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Trapp hat sich verletzt. Jetzt müssen wir mal gucken, was der Torhüter so drauf hat. Ich glaube, der erste Schuss war schon fast drin, so ungefähr, oder wie auch immer. Aber er hat sich dann ja noch ganz gut gefangen. Bla bla bla, aber nichtsdestotrotz, mit der Leistung können wir aufbauen. Ich bleibe da dran. Eintracht, sprich Stuttgart 2.0. Ich hoffe daran, dass wir die Stuttgarter ersetzen können, was die im letzten Jahr gerissen haben, dass wir dieses Jahr reißen. Meine Idee. Können wir ja morgen Abend anfangen. Wir gehen in die Phalanx der vier rein. Jawohl. Also, der war nicht im Urlaub, aber ist ja wie, wenn ich vergleiche mit dir, gell? Er hat viel mehr Ehrgeiz, irgendwann mal vorauszusehen. Ich würde sagen, willkommen zurück in Frankfurt. 2 Siege aus 3 Spielen und schon wird hier die Vizemeisterschaft ausgerufen. Das gibt's ja nicht, du. Den Schultern gezogen. Du darfst ja nie mehr im Urlaub gehen. Guck mal, der endet sich bei jemandem. Apropos Urlaub, ich bin nächste Woche von Mittwoch auf Montag in Mallorca. Der Urlaub wurde mir genehmigt von der Firma, auch von euch. Insofern müsst ihr uns nächste Woche mal entschuldigen. Vielleicht kann ich den Kollegen von wen auch immer da mal hierher zitieren. Ich glaube, wir finden auf jeden Fall Ersatz. Lass uns nochmal über Trapp sprechen. Er hat sich verletzt, 3 bis 4 Wochen fällt er aus. Wie schwer wird es, wie hart ist der Ausfall? Wir haben ja da mit Caua Santos einen jungen Brasilianer, der aber auch aufgrund seiner Körpergröße eigentlich ein paar gute Bälle halten sollte. Ich muss dazu sagen, erstmal dank die Mannschaft, hat er nicht viel aufs Tor bekommen. Die Tor, die er gekriegt hat, ich weiß es nicht, dass er bei der Länge, die er hat, dass der nicht gekriegt hat, der war, sagen wir so, ein bisschen mehr, höher als halb hoch. Das wundert mich, ich weiß nicht, wo der gestanden ist, muss man noch mal sehen. Soll ich sie mal? Theater hat es schon mal Sicherheit gegeben, nicht nur auf die Position linke Verteidiger, sondern an Stopper auch. Ja, deshalb vielseitig, so, ja. Deshalb war so Pacho, habe ich gestern Pacho gesehen. Also nichts Besonderes bei denen, die haben sich gequält, haben sie 1-0 gewonnen. Aber ja. Zu Hause gegen Girona, der Vollständigkeit halber Paris. Stell dir mal vor, Girona, du willst, das sagen wir so, Gironisch. Das Stuttgart des Spaniens. Sehr gut. Wenn ich nach Spanien gehe, dann fahre ich immer wieder vorbei, aber ich habe nie Lust und Laune, da irgendwo war,
dahin zu gehen und zu gucken und so, eine Mannschaft zu sehen da. Also so und so bin ich wieder gefahren. Jetzt atmen wir erst nochmal kurz durch und finden raus, aus welchem Land Hugo Ekitike kommt. Sehr gut. Da sind wir wieder zurück, die Lage der Liga mit Jürgen und Steppi. Und wir haben es eben schon angekündigt, wir reden über den Sturm. Die Frage, die offen war, Hugo Ekitike kommt aus Frankreich, spielt in der U21, ist geboren in Rennes. Allez le bleu. Das dazu haben wir das abgehakt. Jetzt reden wir über den anderen Stürmer von beiden, Omar Mamouche. Entwickelt sich da nicht so langsam auch eine kleine Abhängigkeit, weil er jetzt zwei Dinger gegen Wolfsburg gemacht hat. Und ich muss kurz auf meinem Zettel gucken, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben. Nee, Matanovic. Matanovic. Dein Matanovic. Jetzt kommt der Jugo wieder. Knockt auf der Tür. Knockt. Aber also, ist ja gut, dass man da noch wen in der Hinterhand hat. Das ist sehr gut, dass die zwei immer wieder denken, also, oh, der ist ja hinter uns, gell? Muss man aufpassen. Und außerdem da bei der kroatischen Nationalmannschaft, ich habe es ja so. Debüt gegeben, ja. Ja, ich habe ja mit Journalisten aus Kroatien gesprochen, gell? Sag mal, hat er wunderbare Debüt gegeben und alle beide Spiele hat er mehrere Chancen gehabt, leider wie bei uns, also trifft er nicht ein Tor, gell? Und ich gehe davon aus, irgendwann mal. Da kommt das, was der, weil der Karlsruhe hatte 10 Tore geschossen, hatte 15. Aber ist halt auch in der zweiten Liga gewesen. Genau, dann kommen wir nämlich nachher noch auf den jungen Mann aus Nürnberg. Kommen wir nämlich jetzt die Überleitung zu Can Uzun. Ja. Stürmer Nummer 4. Spiel noch nicht so weit. Ach so. Dann übernehme ich kurz. Dachaut, was ist mit dem da? Da kommen wir, der ist ja kein Stürmer, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Das ist nämlich dann auch die gute Überleitung zu Gladbach. Aber jetzt erstmal Jürgen und Can Uzun. Stürmer Nummer 4 kommt, Stürmer Nummer 3 kommt schon an den beiden nicht vorbei und wird dann immer, ich sag jetzt mal, 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten vor Schluss eingewechselt, solange sie fit bleiben. Aber Uzun wird im Moment nichts reißen können, wenn die Form so bleibt. Also, tut mir wieder gefallen. Bin ich meiner Meinung sicher. Und er wird zu einer. Diese Schwedische, der sich mit dem Nationaltrainer da irgendwo verworfen hat. Ja, der spielt aber der spielt im Mittelfeld. Also, ja, lass uns. Also, tut mir bitte gefallen. So viel sagt er auch nicht. Gut, aber wie gesagt, wir sprachen ja über den Sturm und Uzun ist im Moment platziert auf 4 und wird meiner Meinung nach, wenn es so weitergeht, verliehen in der Winterpause. Tut mir wieder gefallen, da hat er so 10 oder 12 Tore geschossen also, und 10 vorbereitet und sagen wir so, unsere Mittelfeldspieler haben nicht so viel vorbereitet und Tore geschossen. Warten wir mal ab, wenn die Euroleague losgeht, dann wird die Rotationsmaschine und Pokal. Vielleicht und Pokal gegen Gladbach, dann wird die Rotationsmaschine vielleicht angeschmissen und dann kommt Uzun vielleicht auch in den Euroleague Heimspielen. Hier auch mal zum Einsatz, weil Heimspiele sind, glaube ich, nach meiner Einschätzung die einfacheren, vor allem auch vom Gegner auf dem Papier. Auswärts hat es uns knüppeldick erwischt mit der AS Rom, mit Lyon, mit Chiland und Besiktas. Sag mal, spielt er genauso wie die Champions League mit den, oder gibt es eine Vierergruppe? Nee, das ist genauso wie Champions League. Genauso wie Champions League. Auch? Ja. 36 Mannschaften, also eine Liga. Also gibt es nicht hin und zurück, sondern einmal da und so wie in, sagen wir so. 8 Spiele gegen 8 Mannschaften. Eine Tabelle am Ende, Platz 1 bis 6, Achtelfinale, Platz 1 nur bis 8. Erst, nur Erste kommt, oder? Nee, Platz 1 bis 8, Achtelfinale, Platz 9 bis, muss ich auf meinen Spickzettel gucken, 9 bis 24 spielen eine Zwischenrunde. Die Sieger von da spielen dann gegen 1 und 8. Und es ist ein abgeschlossener Wettbewerb. Heißt, es gibt keine Absteiger aus der Champions League und es steigt auch niemand in die Conference League ab. Ja. So, was haltet ihr davon? Klassisch. Die es ist mal was anderes, gucken. Felix. Und ich finde andere Ideen immer mal ganz pragmatisch. Insofern haben wir ja 4 Heimspiele und 4 Auswärtsspiele gegen andere Gegner. Ich würde mal einfach sagen, wir machen den Modus mal 1, 2, 3 Jahre oder wie auch immer. Und ich bin mal gespannt. Also ich schalte nicht viel, weil bei manchen Spielen zum Beispiel hin und zurück, also dann also irgendwo ist ja so der Gas und dann also die Feuer bei der Mannschaft, ich muss aufholen und dann ist er nicht da. Was mir also da zwischen der ersten und achten Platz ist ungefähr so wie die Bundesliga. Gell? Lasst uns nochmal kurz drüber sprechen, dass die Champions League ja jetzt gespielt hat diese Woche und die Euroleague nächste Woche erst dran ist. Ja. Ich glaube für den neutralen Fußballfan das Größte, was es gibt, noch mehr internationalen Fußball, den man sehen kann, ohne dass es Überschneidungen gibt. Nee, muss man noch ein drittes Fernseher kaufen. Das gibt es für die Kinder auch. Und wie findest du das, Jürgen? Noch mehr Live-Fußball, weniger
Überschneidung, obwohl es eigentlich mehr Spiele sind. Nochmal, die UEFA musste reagieren, weil wir kennen ja die Pläne der großen Vereine, da eine eigene Liga zu planen. Ja. Sie haben das jetzt im Prinzip so ein bisschen ähnlich gemacht, wie die es geplant haben, und lassen wir denen mal Zeit, wie es weitergeht. Einen schönen Freitagabend, da sind wir wieder zurück. Die Stimmung hier am Tisch ist überragend. Och. Wenn ihr wüsstet, was während der Musik hier so los ist. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir über Mahmoud Dahoud sprechen wollen. Steppi, dein Einsatz. Dein Zettel. Ja, zum Beispiel, also der wurde also geholt, weil irgendeine im Mittelfeld, weil der Skiri, wenn er verletzt ist, wenn er nicht die Form bringt, also soll er auch so ein bisschen helfen, gell? Aber also, ich sehe den irgendwo, ich sehe den auf den diese Zettel da vorm Spiel, also nicht. Also du meinst, er hat mehr Präsenz auf deinem Zettel als auf dem Spielberichtsbogen? Ich habe den gefunden heute, gestern in Zeitung. Also, ich habe den gefunden in Zeitung. Deshalb Präsenz hat er schon, aber ich weiß es genauso wie mit anderen. Braun und Usun, gell? Also ich weiß, die haben also von Anfang an, glaube ich, 10 Minuten gespielt, irgendwo in einem Spiel. Also Usun. Also Motorhut möchte dazu sagen, der war damals ja auch vor 2-3 Wochen bei der Veranstaltung von uns in der Main Suite, und mit ihm habe ich mich auch unterhalten, und er war äußerst schüchtern, was ich mir gar nicht so vorstellen kann. Der hat, wie gesagt, Gladbach war ein Star. Dortmund war ein Star. Lass mich kurz bitte ausreden. War so nach dem Motto, dass der sich vor der Kamera nicht ausdrücken kann oder wie auch immer. Also er war immer bedacht, ich muss nicht reden. Das war auch bei uns. Da habe ich gesagt, alles gut, ich rede und stell dich nur kurz vor. Bla bla bla. Aber der hat ja so eine unglückliche Pressekonferenz einen Tag vorher gegeben. Die war sehr unglücklich tatsächlich. Wo dann er gesagt so rüber und das Mikro war an. Also sehr, sehr unglücklich. Das mutet man gar nicht so Mann seiner Klasse an. Überhaupt nicht. Auch auf dem Platz kommt er mir nicht so vor, dass er so schüchtern zurückhaltend ist. Er hat aber auch eine Geschichte erzählt, auch interessant für uns mal, für unsere Zuhörer. Der war bei Brighton oder wie die heißen. Genau. Da kam er her. Hatten 45 Spieler im Kader. Das war auf 3 Kabinen verteilt. Boah, das ist krass. Und als der Anruf kam, so nach dem Motto, schnell nach Frankfurt, war der sehr glücklich, dass er nach Frankfurt gehen konnte. Auch das mal so als Insider. Ja. Das hat er mir so am Rande erzählt. Auch bei Chelsea muss sowas sein, dass Chelsea auch ohne Ende Spieler hat. 50, 60 ja, aber das Spieler. Wissen wir ja gar nicht. Ja? Also, aber wenn da 40 Spieler nach dem Motto morgens um 10 Uhr beim Trainingsplatz auftauchen, was willst du mit denen alle? Ja, also, kannst du nicht machen. Da gibt's Trainingsgruppe 2. Mal so mal die Verhältnisse der Premier League, wo sehr viel Geld ist, dass man das mal mitbekommt. Also, diese Nebengeräusche sind unwichtig, weil, sag mal so, was hat er gezeigt bei Dortmund? Was hat er gezeigt bei Gladbach? Tu mir bitte Gefallen. Eine Chance können wir ihm geben. Tu mir bitte Gefallen. Es war der Spieler, der so viel nicht gezeigt hat, soll er hier jetzt also da oben stehen. Ich denke auch, dass er einen Vertrag hat, ganz hart reguliert an seinen Einsätzen, könnte ich mir vorstellen. So nach dem Motto, gibt der Spieler, die zigtausend Euro pro Einsatz bekommen, kleines Grundgehalt. Ich stelle mir vor, das ist genauso, damit es keine Gefahr ist für die Eintracht. Was soll er da einen Vertrag bekommen? Nach dem, was er gezeigt hat, tut mir wieder Gefallen. Ja, aber so lange ist er jetzt noch nicht da. Also ich würde ihm ein bisschen Zeit geben. Und für dann, mich ist also die zwei anderen interessiert, weil die sind jung und also Uso die und haben Brown gezeigt, alle beide, dass die also, sag mal, der Nürnberg war einer, der das ganz oben stand, also bis zu vielleicht mal mehrere Wochen vor der Saisonende, gell? Und dann auf einmal sind die abgerutscht. Und deshalb denke ich mir also, dass der Usun vielleicht mal so nicht so, wie der sagt, ausgeliehen, du. Ich habe ja nochmal gelesen, also soll ich mal die Zettel, das andere Zettel? Oh, alle, die ausgeliehen sind, was die da zeigen, nicht viel, dass die wieder zurückkommen sollen. Ja, Paxton Aaronson bei Vitesse letztes Jahr hat schon gar nicht so schlecht gespielt. Zettel lass ich mal in die Tasche. Ja, genau. Ja, tut mir wieder Gefallen. Also, wir reden über Gladbach. Du warst ja in Urlaub, du musst dich erstmal akklimatisieren und musst noch ein paar Informationen von mir bekommen, weil Urlaub ist da, weißt du. Die Schulung machen wir gleich in noch. In Italien ist ja ganz weit von Frankfurt. Das stimmt. Morgen Abend 18:30 Topspiel gegen Gladbach. Historisch liegt uns Gladbach. Die zweitmeisten Siege gegen alle Bundesligisten. Besonders in den letzten vier Minuten in Überzahl, siehe letztes Jahr vor Weihnachten. Ja. Wir haben auch die letzten 6 Bundesligaspiele, also nicht verloren, 3 Siege, 3 Remis. Also die Vorzeichen sind eigentlich optimal. Und das wird auch passieren. Das Spiel also am Samstag ist ja eine Probe für die Pokalspiele. Gell? Und das ist das Ganze, weil ich hoffe, gell, die werden also ganz anders auftreten, weil wer in den letzten 3 Spielen
der sicher war, dass der in der Bundesliga bleibt, der musste jetzt also, und auch die Ergebnisse bis jetzt nicht so toll sind, der muss in jedem Spiel so bis irgendwo Weihnachten auftreten, dass der halt Spiele gewinnen will. Mag ja sein, aber wir sind stärker als Gladbach, wir werden klar gewinnen, das wird auch gleich in meinem Tipp sehen, also insofern für mich klar Favorit. So, tippen, die gute Überleitung, wir machen kurz Pause, dann tippen wir, sprechen nochmal ganz, ganz kurz über Gladbach, das alles hier in der Lage der Liga. Willkommen zurück. Die Tipps erwarten wir jetzt. Ich bin gespannt auf eure Tipps. Vielleicht würde ich euch gerne noch an die Hand legen, dass Gladbach seit 2,5 Jahren nicht mehr 2 Bundesligaspiele in Folge gewonnen hat. Okay, ist schwierig. Sie haben das letzte Spiel verloren zu Hause gegen Stuttgart. Von daher ist diese Statistik eher irrelevant. Aber Gladbach bisher gegen den Meister Leverkusen 3-2 verloren, gegen den Vizemeister 3-1 verloren. Nur auswärts in Bochum 2-0 gewonnen. Wo reihen wir uns da als Eintracht Frankfurt ein? Tendenziell wahrscheinlich eher bei den besseren Mannschaften. Natürlich, 3-0 für Eintracht. Ui, Jürgen, mach keine Gefangenen, da geht's gleich. Also mit Steppi in der Loge feiern wir den Sieg. Ich glaube, also 2-1 für die Eintracht. Aber ich glaube nicht, aber typisch 2-1. 2-1 und dann wieder so wie beim letzten Spiel, oder? Ich habe gehasst, Mannschaften gegen zu spielen, die zu Hause verloren haben. Das ist ja noch extra Motivation. Mhm. Wenn wir nächstes Spiel verlieren, dann ist das so irgendwo Tendenz nach, eher nach unten als nach oben. Und deshalb, die werden sich schon mal so hier. Und dann die letzte 4 Minuten letztes Jahr, wo wir also da gewinnen, ein verlorenes Spiel, gell? Ja, richtig. Das ist also schon zwei Motivationsdinge, die man also nicht also vergessen darf. Also insofern, wie gesagt, das ist auch ein geiles Spiel, weil es ist 18.30 Uhr, alle haben schon gespielt und wir sind im Mittelpunkt. Top-Spiel. Ja. Und wir haben Flutlicht. Flutlicht, Topspiel, heimische Kulisse, das kann was werden. Ich reihe mich euch ein. 2-0 gewinnt unsere Eintracht. Springen wir mal einen Slot weiter nach vorne, also quasi zurück in dem Fall. Morgen 15:30 Uhr, der Klassiker eigentlich. Werder Bremen zu Hause gegen den FC Bayern München. Jürgen hat eben angefangen, deshalb darf jetzt Steppi gerne mal. Also unerwartet mit dem 5. Coach, der zugesagt hat bei den Bayern, so eine Saison und jetzt also 9-2 noch immer. Ja. Okay. Und dieses Spiel, also erinnert an diese Zeiten, wo der noch Rechhagel war und. Ja. Aber ich denke, die haben mal so Anlauf genommen und die werden mal so da 2-0 gewinnen. 2-0 Bayern. Bayern. Reicht nicht. 1-5. 1-5. Siehe Holstein Kiel, siehe 1-6. Und so weiter. Ja. Zagreb 9-2, okay. Ich bin die Bayern haben sich warm geschossen. Ja so. Und dann kommen sie zu uns. Und dann kommen 6. Sie zu Oktober, uns, 17.30 Uhr. Wir haben wieder viele Freunde, ja. Weil Bayern kommt. Ich bin gespannt. Jetzt erstmal Gladbach, dann kommt noch Kiel dazwischen und dann kommt Bayern erst. Aber die Vorfreude ist schon groß. Stand jetzt. Ich bin gespannt, wie es dann kurz vorher aussieht. Ich tippe auch auf die Bayern. 3-1 gewinnen sie in Bremen. Und wir runden das Ganze ab mit Sonntag, 17.30 Uhr, VfB Stuttgart zu Hause gegen Borussia Dortmund. Oh, spannend. Das wohl sportlich gesehene Topspiel. Ja, Champions League Spiel. Also, Stuttgart hat sich gefangen. Also, das Spiel gegen Real Madrid. Mhm. Einige Szenen müssen wir vergessen, weil das war unnötig, diese Tore, die sie gekriegt haben. Aber der Gen, Real Madrid-Gen hat er wieder gewirkt. Ja. Und deshalb denke ich mir, also, das wird also, beide sind also gehen auf Sieg. Ah, ja. 2-2. Ja. Ach, ja. Ich wollte das auch tippen. Das war mein Tipp. Also dann gehe ich auf, es fallen aber Tore, aber trotzdem 1-1. 1-1, ja, dann muss ich irgendwas mit 3 machen. 3-2 Stuttgart. Ich würde sagen, wir runden das Ganze ab, indem wir noch auf den Donnerstag blicken. Nächste Woche unsere Eintracht zu Hause gegen Pilsen. Der Auftakt in der Euroleague. Was erwarten wir da? Kurz und knapp, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, ich bin leider im Urlaub. Seit langem mal wieder. Schade, Augen auf bei der Urlaubsplanung. Ich mach den Felix. Insofern, mach's gut, Steppi. Und ich erwarte trotzdem ein Zeichen. Es ist, glaube ich, 21 Uhr. 21 Uhr, ja. 21 Uhr, also mega schönen Abend bis 23 Uhr. Und dann noch in der Loge bis 0.30 Uhr. Ja. Das kennen wir ja von der Champions League. Ja. Will sagen, Pilsen 2-0. 2-0, ja. Steppi, kurz 3-0. Dann sage ich 3-1. Dann sind wir uns ja
einiger als je zuvor, habe ich so das Gefühl. Deshalb würde ich sagen, wir freuen uns jetzt erstmal auf Augsburg gegen Mainz. Unsere Eintracht dann morgen im Topspiel gefordert. Ja, ich mache nie mehr zwei Zettel, das sage ich dir jetzt. Okay, ich bin gespannt, wie dein Zettel nächste Woche aussieht. In diesem Sinne, hoch die Hände! Wochenende!